Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hydroneer. So, ich habe jetzt mal den Eimer hier mit nach oben geschleppt und wir haben 10.800 Münzen für das Schmuckzeug, was wir da drin haben. Das klingt doch gut, ne? Würde ich sagen. Ja, ist okay. Das vergesse ich immer wieder, dass ich den Eimer erst runterstelle und dann das Geld. Ich weiß, ich kann das Geld auch so tragen, aber das... Ich habe mir das einfach irgendwie so angewöhnt, dass das sowas wie mein Geldbeutel hier ist. Also, Geld habe ich hier drin gelassen, da habe ich auch immer reingeschrieben, dass ich das drin lasse, aber halt ein bisschen weniger immer drin lasse. Also jetzt sind es halt diese 139 und ja, weil ich halt doch ein bisschen Schiss davor hatte, dass das Geld vielleicht verschwindet, aber wurde mir jetzt halt auch bestätigt in den Kommentaren, dass das eben nicht der Fall ist, dass das Geld nicht verschwindet. So, mittlerweile wahrscheinlich schon wieder so viel durchgelaufen, dass ich das schon wieder schmelzen könnte. Genau, den Ding wollte ich mal hier ausprobieren, habe ich vorhin gesucht, wie blöd. Das liegt ja direkt vor meine Füße. Moment, kann ich dich... Nee, das ist die falsche Richtung. Mit Y... Auch nicht. T. 105 ist der Druck. Ist doch nicht schlecht. 105 ist der Druck. Also rauscht schon gut Wasser durch. Und das, obwohl das jetzt ja die 1er-Rohre sind. Also vielleicht habt ihr auch schon was reingeschrieben dazu, wegen dem T2 und dem T1-Dingsbums hier. Kann durchaus sein, aber ihr wisst, dass ich vorproduziere und... da kann ich dann natürlich gezielt nicht im Part auf Kommentare eingehen. Aber das, ich beantworte ja eure Kommentare eigentlich immer. So, von daher würde ich sagen, wir schnappen uns mal unser sauer verdientes Geld und machen uns dann auf den Weg in die City. Weil ich muss mal überlegen, was wir jetzt noch brauchen. Zum einen würde ich sagen, dass ich... nochmal die Kurve hinmache. Also hier an die Stelle dann nochmal eine Kurve hinmache. Und ich dann nochmal solche Sortiere. Obwohl. Wir brauchen, ja genau, Moment, was haben wir denn noch an geraden Teilen? Da haben wir ja noch einige da, ne? 4 Stück. Die müssten eigentlich auch reichen. Also ich denke nicht, dass wir da noch mehr brauchen. Es gibt nämlich diesen Aufsatz, der uns diese Steine hier poliert. Also diese Edelsteine poliert. Sprich, die würden dann poliert werden, würden durchlaufen. Und wenn sie dann poliert sind, bräuchte ich im Grunde dann nochmal solche Teile. Ich hoffe, das funktioniert mit den Steinen auch. Bräuchte ich dann quasi nochmal solche Teile, die mir dann die Steine auseinanderklabustern. Ich denke mal, dass 3 Stück ausreichend sind, weil diesen... schwarzen, den ich immer noch hier liegen habe, der Onyx, der ist ja äußerst selten. Also so schnell findet man den jetzt halt nicht. Und ich denke, wenn ich da einfach nur einen Eimer hinstelle, wo die Dinger dann reintroppen, dann ist das auch in Ordnung. Entschuldigung. Und erst wenn ich dann wirklich eine gewisse Menge habe, dass ich dann das eben hier reinschmeiß. So, den Aufbau selber mit den Steinen und so weiter, das mache ich dann separat und dann werden wir hier auch von den Rohren her das Ganze nochmal separat machen. Ich muss jetzt da hinfahren und muss mir das dann einfach vom geistigen Auge dann nochmal vorstellen, dass ich das richtig mache. Ich hoffe auch, dass die 10.000 reichen. Im Grunde glaube ich es nicht, aber ist egal. Wir können dann zumindest schon mal den Anfang dafür zusammen machen. Ich habe ja auch vor, dass ich noch einen zweiten von den Lehmteilen mir herstelle, oben beim Eisberg. Also diese Butler. Aber dann denke ich mir auch wieder, naja, wenn ich jetzt dann die Knete habe und ich dann im Grunde diesen einen Lot kaufen kann, der hier geradeaus ist. Ich glaube, der ist da geradeaus. Ich muss mal da langfahren, das muss ich jetzt mal gucken. Weil hier ist... Ah ne, da hinten ist der, ne? Der ist, glaube ich, da hinten. Und der kostet ja irgendwas um die 6.600. Da ist der, ja. Und das ist ja das, was ich auch zahlen kann. Steig mal aus.
For Sale, genau, 6600. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es mit dem C auf sich zu tun hat und mit dem T. Also, ich bin der Meinung, dass das hier halt eben jetzt die Währung ist, wie ich sie habe. Und wenn da vorne ein T steht, dass das dann im Grunde nochmal eine 0 oder 2 Nullen mehr sind. Ich habe echt keinen Plan. Keine Ahnung. Aber das werde ich auch noch rausfinden. Also ihr könnt es mir gerne reinschreiben, aber vielleicht habe ich es dann in der Zwischenzeit schon rausgefunden. Ist ja sehr häufig so, wenn ich gerade vorproduziere, dass ich manche Sachen dann rausfinde. Und das dann im Grunde schon weiß, wenn es ihr mir in die Kommentare schreibt. So. Ich kaufe jetzt halt auch keine Palette. Palette ist zwar ganz gut, aber ich denke, das reicht, wenn ich das jetzt einfach so mache. So, wir schnappen uns mal das Geld und tun das hier rein. Dann brauche ich die Sortierer. So, jetzt ist nur wieder die Frage. Ich denke, ich nehme die nach rechts. Dass wenn ich jetzt halt vor diesem Gebilde stehe, dann geht die Kurve nach links rum. Das Förderband nach links, genau. Und dass es dann in meine Richtung, also nach rechts rum, die Edelsteine rausschmeißt. Von daher nehme ich jetzt auch, wie ich es gesagt habe, 3 Stück mit. Nummer 3. Ja, das Cash habe ich. Das ist kein Thema. So, und dann haben wir hier den Edelstein-Poliereinsatz. Angehängt an Förderbändern poliert es die durchlaufenden Edelsteine. Also die Edelsteine werden ja zuerst gesäubert in diesem in dem Teil, was oben drauf ist, das wisst ihr ja. Und dann werden sie hier quasi poliert und dann brauche ich diesen Schleifstein nicht mehr. Das ist ein Zentralisierer, der zentralisiert alles, was so aufs Band drauf fällt. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das unbedingt brauche. Also ich weiß es nicht. Verschmelzungseinsatz. Angehängt an Förderbändern erlaubt es die Erstellung von T-Kreuzungen mit Förderbändern. Ach so, dass ich dann die übereinander laufen lassen kann. Ja, okay. Soweit bin ich kopfmäßig noch lange nicht. Wirklich noch nicht. So, zahlen wir mal. Nehmen wir den gleich mal wieder mit. Du kommst hier wieder vorne drauf, dass ich dich gleich im Anschlag habe. Komme ich da hinten hin? Ja. Gut, weil dann schmeißen wir nämlich mal die Teile drauf. Wie gesagt, ich denke, gerade Stücke brauche ich nicht. Ich habe nur die eine Abzweige gebraucht nach links und dann eben die Sortierer hier noch und dann noch den Polierer, der dann auf eins von den geraden Teilen drauf kommt. Dann fahren wir mal ein kleines Stück nach vorne. Ist vielleicht nicht ein weiter Weg, aber es ist echt, wenn du ein paar Teile einkaufst, jeden Meter, den man sich da sparen kann, finde ich gut. Komme ich jetzt da noch durch oder habe ich mich jetzt blöd hingestellt? Nee, das passt. So, her mit dir. Ups. Zack. So, die Rohre, ja, die könnte ich natürlich auch kaufen, aber aktuell muss ich sagen, mache ich das noch nicht. Ich mache das wirklich dann erst, wenn ich den anderen Lot kaufe für die 6600. Da fange ich dann an mit den Clotium-Wasserrohren. Ja. Vor allem, das verringert den Wasserdruck um 2,5% und die Eisenrohre, die verringern den Wasserdruck um 3%, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mann, ich habe nichts im Kopf, aber... so, wir brauchen die Spitzhacke möchte ich gerne kaufen. Das ist nämlich jetzt die Stufe 2 Spitzhacke. Dann möchte ich kaufen die Schaufel Stufe 2. Einfach, dass ich es habe. Dann möchte ich kaufen noch 2 von den Schmelzen. Nee, warte mal. 1, 2, 3. 3 Schmelzen. Oh Gott, mein Geld. Ja, sag nicht her. Das ist unser Geld, ich weiß schon. Ach, Mann. So, 2 und die Nummer 3. Dann kann ich nämlich die anderen Teile...
Auch wieder Schreddern, 5300, was haben wir hier? 8500. Dann muss ich überlegen. Trichter wollte ich kaufen, genau, Trichter, Moment. Wir machen erstmal hier das hier, Zacki, dass wir die Sachen erst einmal drauf tun. Boah, das könntest du nie alles transportieren, wenn das solche Probleme machen würde wie auf der Waage hier, ne? Da müsstest du zigmal fahren. Bleibst du liegen? Ja, du bleibst liegen. So. Trichter gehen auf... Ja, dachte ich mir. Trichter gehen auf jeden Fall. Weil die kosten nur 110. Da brauchen wir auf jeden Fall für die Erze. Das heißt also... Ich hätte auch da hinten herfahren können mit dem Auto, ne? Es wäre sogar noch besser, wenn ich da außen rumfahre. Merke ich jetzt halt erst. Und ich bin schon ein paar Mal daher gefahren. Also jetzt nicht in dem Spielstand, aber... Nein, nicht an die Mauer. Und das Auto lässt sich so wunderschön fahren, finde ich. Und dann kann ich das nämlich wieder vom... Yep. Passt. Dann kann ich das nämlich wieder von hier oben drauf, kann ich das wieder rausholen. So. Trichter war ich stehen geblieben. Gold, Eisen, dieses andere Kutzium, wie heißt du? Klozium. Und dann noch einen für die Kristalle. Dann brauchen wir... Was kostet das Ding nochmal? 930, das kann ich mir nicht leisten. Weil ich bräuchte ja da... ja, obwohl, zwei Stück, wenn ich noch kaufe, dann wäre das schon okay, ne? Weil ich bräuchte... Einen habe ich ja. Und im Grunde der Onyx, den kann ich ja dann separat nochmal in so ein Ding reinschmeißen. Dass ich dann eben für die drei Edelsteine... Nee, aber das haut auch nicht hin. Drei Edelsteine habe ich ja dann schon die 900. Aber die Trichter nehme ich auf jeden Fall mit. 1, 2, 3, 4 und 1, 2. Dann stelle ich da halt einfach einen Eimer jetzt drunter und fertig und kipp das dann hier rein. Das ist ja egal, dann lasse ich das jetzt mal mit dem Teil. Brauche ich jetzt noch einen Filter oder nicht? Ich meine, die Filter kann ich definitiv wiederverwerten. Ne? Das ist jetzt halt kein so großes Problem. So, lad mal das da auf. Wunderbar. So. Jetzt haben wir noch 2200. Eine zusätzliche Waage? Pff, nee, ich glaube nicht. Noch einen Schmelzer brauche ich auch nicht. Wir könnten aber... Ach ja, stimmt. So einen Werkzeughalter wollte ich noch holen. Dass ich da die Werkzeuge mal rein tun kann. Ich glaube, einen habe ich schon gekauft, ne? Ich kaufe mal noch einen zweiten. Ist egal. Ist wurscht. Mir geht es auch nicht so drum, jetzt halt hier auf jeden Cent zu schauen. Das stört mich überhaupt nicht, weil im Laufe der Zeit habe ich eh so viel Geld, dass ich nicht mehr weiß wahrscheinlich, wohin damit. Anfangs ist es halt immer, ne, wenn du das erste Mal das ganze Zeug kaufst, das ist dann schon kostspielig. Servus, ganz gut. Ich hoffe selbst auch. So, brauche ich da noch was? Standfackeln, die finde ich nett. Vielleicht mache ich da auch welche. Wandlaternen. Ach, du hast auch diese Betonböden-Dinger da. Okay. Sehe ich nämlich jetzt gerade. Angeln, wie gesagt, das werde ich irgendwann mal machen, aber das ist für mich keine Prio. Ein Tisch würde mir schon auch raushängen. Ich habe nur ein bisschen Probleme. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel meine Waage nehme und die dann da oben auf dem Tisch steht. Warte mal, du musst das andersrum stellen, ne? Wegen der Skala.
Ja, gut. Dann komme ich mit dem Stein da nicht hoch. Weil ich mir nämlich erst dachte, ich stelle dann eine Waage auf den Tisch, aber nee, das ist. Ich lasse sie lieber am Boden stehen. Da habe ich sie im Blick. Ja, ich glaube, wir haben es. Wenn nicht, dann muss ich nochmal fahren. Das ist halt dann einfach so. So. Lass mal fahren. Das ist immer zu schön. So, und ich wollte mal ganz kurz gucken. Batz. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen, ne? So, ich wollte jetzt mal gucken, was diese Dinger hier kosten. Das sind ja die Hydro-Truck. Wird verwendet, um Objekte durch die bla. Wird aus dem Wassertank aufgefüllt. Ach so, der ist dann etwas schneller. Okay. Auch etwas schneller. Sind es dann die gleichen? 1420. Das ist der billige. Das ist ja das Ding, was wir da haben. Da wundert es mich auch, dass man den am Anfang schon bekommt, eigentlich, weil 550 Münzen ist jetzt nicht unbedingt teuer, ne? So, das hier ist schon eher interessant. Langsam fahrendes Nutzfahrzeug zum Kletten des Bodens. 2460. Dieses Ding werde ich definitiv kaufen. Einfach, dass ich es ausprobieren kann mal. Also egal, ob ich es brauche oder nicht. Was bist du? Schnelles, vierrädriges Fahrzeug, das eine begrenzte Menge an Gegenständen transportieren kann, wird aus dem Wassertank aufgeladen. Das schaut halt aus wie ein Quad, aber hinten drauf passt natürlich nicht viel, ne? Also sowas wie die Förderbänder oder was kann ich da nicht draufstellen, weil die fallen runter. Kann ich da draufsteigen? Mit Q? Nee. Take a look at the 680. markets. Ja, mache ich doch gerade. Du Hampel. So. Also wie gesagt, mein nächstes Ziel ist jetzt dann der Kauf von dem anderen Lot. Also jetzt erst einmal hier durchknallen, durchproduzieren und dann eben umziehen. Ich weiß nicht, ob man das da vorne noch brauchen kann. Also ich werde es wahrscheinlich dann abbauen und die Teile verschrotten. Oder ich lasse es einfach laufen, aber die Maschinen gehen ja auch kaputt, ne? Das heißt, dann müsste ich jedes Mal extra dahinter fahren oder da zu dem Anfangsgebiet fahren. Nur dass ich dann die Maschinen immer wieder mal repariere. Weiß ich nicht, ob das. Ja, ich meine, es macht schon viel Geld, ne? So ist es ja nicht. Und wenn ich hier vielleicht noch einen zweiten Buddler hinmache, dann kann da schon was zusammenkommen. So, wunderbar, schön geparkt. Das macht so laut, ich kann es gar nicht oft genug sagen. So. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die Leitern und sowas, das wollte ich noch kaufen. Das wollte ich noch kaufen. So, aber Schluss mit lustig jetzt. Es wird abgebaut. Also zumindest das Zeug jetzt wird mal hier abgebaut. Die Steine kann ich ja alle stehen lassen. So. Du kommst einfach mal daher. Die Rohre schmeißen wir mal weg. So, da wäre jetzt der Stöpsel ganz gut, aber im Grunde, es macht ja nichts aus, wenn das da steht. So, du bist leer. Du bist leer. Leer auf leer. Du bist auch leer. Und da sind die Rubine, oder? Rubine? Rubine sind da drin. Ich habe es nicht so mit Edelsteinen. Ich kann mir immer nicht merken, was da was ist. Ist ja auch total egal. Man muss ja nicht alles wissen, ne? So. Was hast du jetzt gemacht? Warum bist du jetzt gesprungen? Keine Ahnung, ne? So. Ich springe schon wieder. Habe ich plötzlich mit dem Springen. Konnte ich das nicht gerade machen oder warum? Ach so, weil da Steine gestanden sind. Stimmt. Da sind Steine gestanden, weil ich habe nämlich hier ein bisschen begradigt. Aha.
Und da war nämlich ein Loch im Boden und ich kam da nicht hin, weil wenn ich jetzt halt hier dran gehe, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, also die sind jetzt halt fest, aber das Ding dreht sich auch irgendwie. Habe ich eh noch nicht kapiert, wie das jetzt genau funktioniert, ob ich das auch drehen kann oder nicht. Oder ich habe schon alles Mögliche probiert. So, okay, die Maschine unten ist kaputt, so wie es ausschaut. Deswegen kommt da nichts. Jetzt. Das lasse ich jetzt aber auch mal. Das ist mir jetzt halt egal. Ich möchte mich dann eben jetzt darum kümmern. Das heißt, du kommst jetzt mal weg. Ja, da ist eh einiges Zeug drin. Das kann ich dann wieder aufs Förderband legen. Ich kann ja. Machen wir mal das da. Tun wir das einmal schnell da herstellen und tauschen das mal aus. Komm her. So. Dich da rein. Dann kannst du nämlich ins Abseits verschwinden. Du hier rein. Du kannst auch ins Abseits. Dann haben wir hier einen kleinen von diesen Barren. Ich tue euch jetzt einfach mal daherlegen. Das ist mir jetzt erst einmal egal. Zack, weg damit. Die Teile können jetzt dann wieder, also die können dann auch weg, weil die brauche ich ja dann nicht mehr, die kann ich ja dann verschrotten. Dann Hammer, please. Dann lockern wir mal die zwei Steine. So, dann könnt ihr nämlich weg. So, dann können wir die Stones hier wieder reinstellen. Ja, ich hab's mir gedacht, ey. Das Drehen von diesen Steinen ist ein bisschen. Ja, ist in Ordnung. Boah, bis ich da. Jetzt. Ja, bis ich immer diese gerade Seite hier oben habe, das dauert immer Ewigkeiten. Meine schaut auch nicht schlecht aus, wenn jetzt halt hier diese Fuge drin ist, aber ich will zumindest die Fläche hier möchte ich schon gerade haben. So, dann können wir den hier hinstellen. Und den hier hinstellen, dass die drei hier reinfallen. Und dafür habe ich jetzt die Trichter, dass auch wirklich nichts daneben fällt. Ich meine, das ist eigentlich übertrieben, ne? Weil ich denke nicht, dass da irgendwas daneben fällt, aber hey, sicher ist sicher, ne? So, und dann fallen nämlich die Steine unter Garantie hier rein und landen auch unter Garantie im Kessel und nicht irgendwo daneben. So, und 110 Münzen kann man da schon ausgeben dafür. Finde ich jetzt nicht so teuer. So, das Ganze sichere ich natürlich auch wieder, weil ich kenne mich. Ich bin schnell, was das angeht, mit dem wieder wegnehmen. Dann schaut doch das gut aus, oder? Genial. Genial. So. Stöpsel, die habe ich ja auch gesichert. Hätte ich, glaube ich, nicht sichern müssen unbedingt. So, und jetzt brauchen wir hier eine Kurve. Wobei man das eigentlich auch separat füttern könnte damit, ne? Das wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt. T-Stück habe ich noch. Dann könnte ich im Grunde, obwohl das kann ich ja auch hier. Achso, halt, bleib da. Ich weiß, vielleicht bin ich ein wenig übervorsichtig mit den Teilen, aber R, Y, Y, R.
Ey, bis ich das immer hinkriege, ne? So, und jetzt halt noch einmal dreht. Danke. Genau so. Dann kann man das da hier hin machen. Und hier vorleiten. Und dann kann man hier einen eigenen Wasserlauf dafür machen. So, ein gerades Stück. Ich wollte jetzt eigentlich da nicht runterfallen. So. Dann zwei gerade, eine Kurve. Dann, hier kann ich ja im Grunde auch ein gerades Stück dran machen. Weil dann läuft es nämlich wirklich nur bis daher. Mehr braucht es ja nicht. Dann kann ich da wieder den Stöppel reinmachen. Dass da kein Wasser raustropft. Die Kurve müsste ich ja trotzdem dahin machen können. Was hast du jetzt da? Das ist der Sortierer. Sortierer. Links, jawohl. Hallo, ich will, dass du... Danke. Stehst du dann jetzt richtig? Ja. So, der würde das nämlich dann hier entlang leiten. Nach links. Und dann kann ich das eigentlich hier runterfallen lassen. Da brauche ich jetzt dann nicht einmal mehr Steine daher machen. Ich kann das einfach so machen, dass dann hier das nächste Förderband steht. Einmal gerad, bitte. Ach so, es geht ja nicht, weil da kein, noch kein Rohr ist, ne? Kurve. So, und dann einmal in die Richtung. Dann fällt nämlich der Stein hier drauf. Da kann ich, glaube ich, auch einen Trichter hinmachen. Das wäre auch in Ordnung. Trichter. Fällt es unter Garantie aufs Band? Es müsste schon gehen, ne? Ja, doch. Das rutscht dann da rein. Hier klappt es ja auch, also muss es da ja auch klappen. So, dann geht es hier aufs Förderband. Und dann kommen jetzt halt hier die Verteiler wieder hin. Das Sichern, das mache ich dann später. An einem kann man den Kompressor festmachen. Sprich, ich kann jetzt hier zum Beispiel das Teil hinmachen. Oh, warte mal, die brauchen ja immer einen Abstand, ne? Dass ich den Hebel auch hinmachen kann. Genau so hin. Dann eins Abstand. Dann bräuchte ich wieder ein T-Stück. Ich habe kein T-Stück mehr, ne? Na gut. Dann nochmal ein T-Stück, dann wieder ein gerades. Dann könnte ich jetzt mal den vom Auto runter. Es läuft alles, wunderbar. warte mal, dann mach mal den Wasserdings hier. Wo hast du denn jetzt deinen Hammer hingeschmissen? Da unten. Nee, so. Jawohl, dann hört das nämlich auf. Und ich kann es hier wieder aufdrehen und dann laufen wieder beide. Passt. Genau hier. Und da müsste jetzt dann der Kompressor hin. Und da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das von der Höhe her geht. Stimmt das jetzt? Ja, da kommt der Schalter hin. Zack. Dann wäre hier quasi wieder das. Und hier müssten normalerweise dann die Steine reinfallen. Und hier oben kann ich sie polieren lassen.
Ach nee, geht ja gar nicht. Oh, hier muss ich sie polieren lassen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich den Polierer dahin bekomme. Wenn nicht, dann muss ich das Teil ja wieder umstellen. Doch, das geht. Jetzt ist dann nur die Frage, ob der auch poliert. Machen wir mal auf, ganz kurz. Die Maschine läuft ja eh nicht. Dann schmeiße ich jetzt da mal einen Edelstein rein. Ja, und der kommt dann raus. Cool. Mach auf. Oh. Jawohl, gut. Dann kann ich den nämlich jetzt zum Beispiel da oben drauf legen. Dann sollten eigentlich nur die rauslaufen. Und wenn der hier poliert wird, ist es ja perfekt. Dann ist es ja wirklich perfekt. Mach mal zu. Dann müsste hier wieder ein gerades Stück hin. Dann brauchen wir hier T-Stück. Allerdings T-Stück habe ich, glaube ich, gar nicht mehr, ne? T-Stück. Ein kleines T-Stück. Wo habe ich eigentlich mein Geld hin? Hallo? Ach so, das habe ich noch auf dem Auto. Das kommt davon. So, man kann, glaube ich, mit der Säge auch das Geld zerteilen, wenn ich jetzt halt mich da richtig erinnere. 1036. 518. Das ist doch ausreichend. Schmeißen wir da wieder drauf. Und die 518 nehmen wir mit. Lass dich nicht stören, ich laufe hier nur rum. Ja, ich auch. Und stören lassen tue ich mich bestimmt nicht. So, was jetzt allerdings dumm ist, ich brauche zwei T-Stücken. Das heißt, ich muss nur mal laufen. Genau, dann der nächste sortiere. Ja, passt. Da können wir dann... Was haben wir denn da? Hier, den Saphir. Den Saphir mal schnell schleifen. Dann können wir den nämlich hier drauflegen. Und dann, wenn der nächste Kompressor das nächste Mal dasteht, dann ist das ideal. So, Filter passen jetzt eh nicht mehr hin. Da hätte ich dann von oben arbeiten müssen. Also von daher hätte ich mir jetzt die ehrlich gesagt sparen können, aber die können wir ja dann später verwenden noch. Schön. So. Nee, ist egal. Haus doch einfach da irgendwo hin. So. Die Hackspitze. Und die Schoffel. Und dann brauchen wir... Ich habe auch kein gerades Rohr mehr, ne? Weil ich bräuchte jetzt im Grunde noch... Ne, ich brauche eigentlich nur noch einen T. Ich brauche ein T-Stück, einen Korken und mindestens 10 Steine. Brauche ich jetzt halt eigentlich nicht unbedingt den Korken, weil es egal ist im Grunde, wenn es tropft, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht stehen da
platzieren, um das Auslaufen zu verhindern. Ja, ich weiß bloß nicht, ob das jetzt drucktechnisch irgendwas ausmacht. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Ich kaufe jetzt einmal trotzdem nochmal gerade Stücken. Ich will einfach was haben. Kurve habe ich noch eine. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, aber ich nehme es mit. Und dann nehme ich noch hier mindestens 5 von den Dingern mit. Aber ich glaube, ich brauche mehr. Ich nehme gleich 10 mit. 7, 8, 9 und 10. T-Stück habe ich schon draufgeschmissen. Ich nehme noch eins mit. Sicher ist sicher. Und dann glaube ich, war es das. Lass halt los einfach. So. 215, jawohl. Passt. Eigentlich bin ich ja schon wieder am Ende, aber ich mache jetzt halt das noch zu fertig, weil ich mag jetzt nicht 10.000 Mal noch anfangen. Ich möchte es jetzt dann laufen lassen. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich quasi weitermache, ohne dass ihr dabei seid. Weil es gibt ja doch viele, die wollen im Grunde alles sehen. Es gibt auch viele, die wahrscheinlich sogar sehen wollen, wie ich hier buddel. Aber das muss ich ehrlich sagen, das ist ein wenig zu grausam. Weil ich weiß da gar nicht mehr, was ich dann erzählen soll. So, wir haben, genau, Sortierer, gerades Stück. Zack. Und dann brauchen wir den letzten Sortierer noch, allerdings auch bitte noch ein Rohr. Das mit den Leitern machen wir dann beim nächsten Mal. Oder ich mache das hier mit den Leitern gar nicht mehr. T-Stück. Da. Und ich mache das dann im neuen. Also wenn wir dann umziehen. Aber ich glaube, das läuft jetzt ja doch schon mal ganz gut. Zack. So. Grün, blau, jetzt noch der Rubin. So, du kommst dann da noch drauf. Stimmt, wenn ich jetzt halt ja hier keine Stöpsel reinmache, dann tropft. Ich weiß nicht, ob das Wasser was ausmacht. Es wird wahrscheinlich dann in den Eimer reintropfen und das ist dann auch ein wenig blöd, ne? Warte mal, wir haben einen Stöpsel. Haben wir ja da. So, ich kann nicht. Da reinstopfen. Holen wir mal noch einen. Das ist ja zum Glück jetzt nicht so weit. Weil ansonsten, wenn ich jetzt da aktuell mit Eimern arbeite, weil ich hier keine Kompressor habe, wenn ich jetzt da mit Eimern arbeite, dann ist das natürlich ein wenig blöd. Wenn dann da noch zusätzlich das Wasser reintropft, weil der Eimer füllt sich ja mit Wasser. So. Und wenn das nicht hinhaut, dann entferne ich den Stein hier unten drunter und mache dann einen Trichter oben drüber. So flexibel bin ich. Dachte ich mir. Nein. Oh Mann. Man sieht es halt nicht richtig, ne? Aber ich glaube, das passt. So, dann den hier. Am Ende. Ja, da brauche ich auch einen Stöpsel. Ist egal. Holen wir noch schnell. Geht halt heute die Folge mal eine Dreiviertelstunde. Vor allem, ich habe immer das Gefühl, ich breche so mittendrin ab irgendwie. Was habe ich denn da noch? 384, das taucht. So, damit ist alles zu. Wenn ich das jetzt laufen lasse,
Meine Maschine, die arbeitet ja gerade aktuell nicht, aber wir können. Na gut, die Glitzerdinger, die laufen ja durch, ne, wenn ich das jetzt da drauf ausleere. So, wenn ich das jetzt da drauf kipp, das läuft ja dann alles durch. Außer natürlich der Barren. Was hast du dir da bloß wieder dabei gedacht? Ich hoffe, ihr werdet poliert. Ja, und die fallen rein, ja. Aber sowas passiert halt mir immer wieder, ne? Das ist echt doof. Und die hängen halt jetzt da drin. Aber ich bin ja schon froh, dass die wenigstens poliert werden, ne? Ja, hoffentlich hebe ich hier nicht irgendwas hoch. Ich bin jetzt schon ultra vorsichtig. So, haben wir alles? Ne, ein Kristall ist noch. Den kannst du ja auch so reinschmeißen. Weil die laufen ja dann durch und landen dann da hinten drin. Und ansonsten, jawohl, wird poliert und so weiter. Hier müssen wir dann einfach nur Hebel runterdrücken, Hebel wieder hoch. Und schon habe ich meinen großen. Yes. Perfekt. So, ich werde noch alles fixieren hier, dass ich mir das auch ja nicht passiert mit dem Loswerden. Wo ist mein Werkzeug? Da. Dann mache ich jetzt mal noch das hier. Dann bist du nämlich wieder operiert. Ich muss leider hier wieder über die Förderbänder nach oben, weil ich da nicht ansonsten nicht durchkomme. Wo ist denn deine Lupe? Da. Wie bist denn du drauf? Noch bei 50%, okay. Und hier geht ja, glaube ich, sonst nichts kaputt, ne? Nee, das ist auch komisch, ne? Dass die Teile nicht kaputt gehen. Ich habe ja schon gedacht, oh Gott, wenn ich das dann alles reparieren muss, jedes Mal, da wirst du ja arm für das ganze Werkzeug. So, lass mich mal da hoch. Ich will da zuschauen. Vor allem habe ich die Hoffnung, dass jetzt dann auch die Dinge mit reinfallen. Also die Edelsteine. Aber gut, wir haben gesehen, dass es funktioniert. Also insofern denke ich mal, ist es jetzt nicht so schlimm. Und die Steine, die werde ich dann einfach, wenn es dann mal vorbei ist. Also wenn dann mal irgendwas kaputt ist oder sowas und hier nichts weiterläuft, mache ich einfach mal das Wasser aus. Das kann ich ja sogar separat schließen. Da kann ich dann einfach hier einen Hebel dran machen. Habe ich da überhaupt noch einen? Nee, haben tue ich keinen mehr. Da könnte ich eigentlich hier die Schmelze hermachen, die letzte, die ich habe für die Kristalle, ne? Da bräuchte ich nur noch mal einen. So einen Splitter-Dingsbums. Ja, ich wollte drehen. Hallo. Danke. Dann könnte ich da nochmal so einen Abzweig hinmachen und dann die Kristalle hier reinfallen lassen. Das wäre ja egal. Hier komme ich ja jederzeit hin. Glaube ich. Ja, wenn was drin ist, dann geht's. So, hier wieder reinfallen lassen. Wunderbar. Perfekto, das gefällt mir. Jetzt kann ich das nämlich einfach laufen lassen, bis es kaputt geht. Und dann haben wir zum nächsten Mal wirklich richtig viel Knete und können dann eben anfangen mit dem Lot. Und dann zeige ich auch mal den Unterschied zwischen der Schaufel 1, Schaufel 2 und genauso der Spitzhacke 1 und Spitzhacke 2, weil das ist nämlich schon ein Unterschied. Also zumindest auf große Flächen macht es extrem viel aus. Gut, ich hoffe sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.